Herzlich willkommen zu einem eigentlich ungeplanten Video von uns. Eigentlich sind wir, wie ihr wisst, ja in einer Pause. Bloß wir dachten, dass ein Thema, mit dem wir uns in der letzten Zeit beschäftigt haben, für einige von euch oder vielleicht sogar für viele von euch von Interesse sein könnte. Deswegen wollen wir darüber unbedingt sprechen. Worum geht es? Es geht um das Thema Auflastung. Das Thema Auflastung war für uns irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln. Wir haben bloß davon geträumt letztendlich. Unser Wohnmobil, das ist ein Jottyline Terry T31 von 3,3 Tonnen auf 3,5 Tonnen auflasten zu lassen, weil wir uns halt davon versprachen, dass wir ein bisschen mehr mitnehmen können. Halt 200 Kilo hört sich auf den ersten Blick nicht gerade viel an, ist aber doch einiges. Wir hatten absolut keine Ahnung, was man tun muss, um zu einer Auflastung zu kommen und mussten uns informieren. Die erste Frage, die haben wir gestellt beim letzten TÜV unseres Wohnmobils und der gute Mann vom TÜV sagte auch sofort, Auflastung können Sie vergessen, das geht nicht. Und das fanden wir natürlich ein bisschen befremdlich. Und dann haben uns Bekannte empfohlen, Mensch, setzt euch doch mal mit der DEKRA in Verbindung. Und das haben wir dann auch getan. Bei der DEKRA war man sehr, sehr bemüht und wir sind da an den Stammprüfer geraten durch Zufall von der DEKRA-Prüfstelle in der Klassikremise in Berlin-Charlottenburg und der hat uns weitergeholfen. Ja, worum geht's ganz genau? Damit ich nichts vergesse, habe ich mir ein paar Stichpunkte gemacht. Es geht erstmal darum zu klären, ob das Fahrzeug, das man fährt, für eine Auflastung auch geeignet ist. Und das stellte sich relativ bald raus bei unserem Terry, bei unserem Fiat Ducato, dass es geht. Zu klären war die Frage, passen die Reifen? Wir haben ganz spezielle Wohnmobilreifen auf unserem Wohnmobil und da gab es auch schon mal grünes Licht für. Dann passen die Felgen? Die Felgen, wir haben Stahlfelgen, erwiesen sich auch als geeignet. Man kann auch andere nehmen, aber dann muss man wieder das eine oder andere beachten. Und eine weitere gute Voraussetzung brachten wir mit, nämlich unser Wohnmobil hat auf der Hinterachse Luftfedern von Goldschmidt. Luftfedern von Goldschmidt sind eine feine Sache, man kann die regulieren, je nachdem von etwas härter auf weicher und das erhöht den Fahrkomfort auf jeden Fall. Und das hatte unser Vorgänger, wir haben das Wohnmobil ja gebraucht gekauft, offensichtlich deswegen eingebaut, um den Fahrkomfort etwas zu erhöhen. Also eine tolle Sache und wir dachten eigentlich, ja klar, Luftfederung, dann muss es ja einfach sein, zu einer Auflastung zu kommen. Wir wurden etwas gebremst, denn man muss natürlich auch noch ein bisschen was an der Vorderachse tun. Und da wies sich als sehr hilfreich eine Broschüre von Goldschmidt, eine Gutachtensammlung. Die hat der gute Mann von der DEKRA durchgewühlt und da hat sich natürlich auch noch mit anderen Unterlagen im Internet und in seinen Unterlagen auseinandergesetzt. In dieser Gutachtensammlung steht auch ganz speziell, was für unseren Fahrzeugtypen nötig ist, was man noch zusätzlich an der Vorderachse tun muss. An der Vorderachse steht in dieser Gutachtensammlung, da müssen spezielle Federn eingebaut werden. Bei uns handelt es sich um die Federn M9 und der Einbau dieser Federn, der beseitigte dann das letzte Hindernis auf dem Weg zur Auflastung und wir waren schon mal ziemlich happy. Wir haben dann von unserem Schrauber, wir haben die Luftfedern bestellt und haben sie dann von unserem Schrauber, der seit Jahren unsere beiden Autos betreut, einbauen lassen und haben bei der Gelegenheit gleich, weil sie ziemlich alt waren, auch die Stoßdämpfer erneuern lassen. So, ich blende euch jetzt nochmal 2 Fotos ein. Da kann man nämlich ganz deutlich sehen, um wie viel höher unser Fiat Ducato nach dem Einbau der Stoßdämpfer der neuen und der Federn gekommen ist. So, und als das getan war, sind wir gleich wieder zur DEKRA-Prüfstelle, haben das Ganze in einem Gutachten verarbeiten lassen. Mit dem Gutachten geht man dann
zur Kraftfahrzeugzulassungsstelle und lässt sich einen neuen Kraftfahrzeugschein ausstellen, in dem das alles eingetragen wurde, diese technischen Veränderungen. Und dann kann man sich freuen, dass man ein Fahrzeug, in unserem Falle, mit dem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen hat. Und da waren wir happy. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Spielraum und das hat uns doch sehr gefreut. So, abschließend möchte ich die Kosten zusammenfassen für diese ganze Aktion. Lassen wir mal die neuen Stoßdämpfer außen vor. Dann kommen wir auf Kosten für die Spezialfedern vorne. Die kosten 500 Euro das Paar. Dann muss man die Einbaukosten dazu rechnen, die in der Werkstatt entstehen. Und dann geht es zur Dekra-Prüfstelle oder zu einer anderen Prüfstelle. Und dort wurden in unserem Fall 154 Euro fürs Gutachten fällig. Und dann geht es zur Kraftfahrzeugzulassungsstelle. Und da war die Kosten vergleichsweise niedrig. Nämlich für den neuen Kraftfahrzeugschein haben wir 11 Euro und ein paar Cent bezahlt. So einfach geht das im Nachhinein. Erst hat sich diese ganze Auflastung wie ein Riesenproblem vor uns aufgebaut. Aber dann ging doch alles ganz toll und ohne Probleme über die Bühne und wir sind happy. Ja, da bleibt mir nur Danke zu sagen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Vielleicht war dieser kleine Erfahrungsbericht ja für viele von euch irgendwie sinnvoll oder nützlich. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns für dieses Video ein Däumchen nach oben gebt. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst uns gerne ein Abo da, kommentiert, wenn ihr Lust habt. Und wir freuen uns dann ganz bald darauf, euch mit neuen Videos zu erfreuen. Und wie wir aber im letzten Video gesagt haben, das dauert noch eine Weile. Wir sind also in einer etwas längeren Pause. Habt euch wohl, macht schöne Touren mit euren Caravans, mit euren Kastenwagen, mit euren Wohnmobilen. Habt eine schöne Spätsommer- und Herbstzeit und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Ciao!